Ja, hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur. In dem Fall ist es hier so ein Labornetzgerät vom Typ DF1731SB3A. Das hat zwei Ausgänge, die einstellbar sind in Strom und Spannung und auch noch einen festen 5-Volt-Ausgang mit maximal 3 Ampere. Das ist defekt, und zwar lässt sich auf dem rechten Kanal die Spannung nicht einstellen, die ist auf Maximum. Ich kann es mal kurz zeigen, wenn ich also einschalte hier, dann sieht man hier 31,5 Volt. Ich kann also hier die Spannung nicht einstellen, also ich kann hier drehen, wie ich will. Auf der anderen Seite hier geht's, wie man sieht. Ja, das ist also die Spannung einstellbar, auf der rechten Seite nicht. Und da gilt es jetzt mal herauszufinden, woran das liegt. Dazu will ich das Gerät natürlich aufschrauben, ein bisschen sauber machen. Und dann mal gucken, was mich da so erwartet. Von der Größe her ist dieses Netzgerät ein linear geregeltes Netzgerät. Und zwar aus dem einfachen Grunde: erstmal hat es hinten einen riesen Kühlkörper, den zeige ich nachher nochmal. Und zum anderen ist es sehr schwer, es muss also ein fetter Trafo drin sein. Und das dritte ist, man hat hier pro Kanal 30 Volt, maximal 3 Ampere. Also 90 Watt auf beiden Seiten sind 180 Watt. Und hier nochmal 15 Watt. Sind also 180 Watt plus 15 Watt sind 195 Watt insgesamt. Und wenn man sich diese Größe anguckt und zum Beispiel mal mit einem PC-Netzteil vergleicht, was ja, weiß ich nicht, 600 oder noch mehr Watt hat, dann kann das nur ein linear geregeltes Netzteil sein. Das ist also kein Schaltnetzteil wie beim PC. Gut, jetzt werde ich es erstmal sauber machen, ein bisschen aufmachen und dann schauen wir mal, dass wir da den Fehler finden. Das Gerät habe ich jetzt mal aufgeschraubt, da ist eigentlich nur die Haube abzunehmen. Und so sieht es also von innen aus. Ich versuche das mal hier zu kippen. Und werde dann mal gleich mal kurz ranzoomen. Also so sieht es jetzt von innen aus. Man sieht hier den sehr großen Trafo, hier den Riesenkühlkörper. Dann haben wir auf der linken Seite hier die Anzeigeeinheit praktisch mit dem ICL 7107 oder was da drauf ist. Das zeige ich auch nochmal im Detail. Und hier oben und hier unten sind jeweils die Leiterplatten für die einstellbare Spannung, also 0 bis 30 Volt. Was hier in der Mitte ist, weiß ich im Moment noch nicht genau. Das wird sicherlich nicht diese 5 Volt 3 Ampere sein, das muss irgendwas anderes noch sein. Muss ich mal gucken, was es ist. Und dann sieht man hier auch sehr schön die Spindeltrimmer beziehungsweise hier die 10-Gang-Potis. Einmal zum Einstellen hier die Spindeltrimmer um für die AD-Wandler praktisch für die Anzeige und hier die 10-Gang-Potis für die Spannungseinstellung. Hier auf der Oberseite ist nun die eine Platine für die variable Spannungseinstellung bis 30 Volt. Hier links ist der Netzschalter. Dann kommen hier, wie gesagt, diese vier Anzeige-ICs für die Strom- und Spannungsanzeige. Und wie man jetzt hier erkennen kann, es ist ein ICL 7106. Das sind AD-Wandler, die gleich für so eine LC-Anzeige gedacht sind. Das Verfahren ist dort Dual Slope. In dem Fall hier bei diesen Wandlern sind also vier Stück drin für beide Kanäle. Dann haben wir hier schön zu sehen die 10-Gang-Potis für die Spannungseinstellung, einmal hier und einmal hier oben. Auf dem Zwischenboard hier sind so ein paar Schalter, um die beiden Netzteile in Seriell- oder Parallelschaltung zu betreiben oder individuell. Ja, hier die Leiterplatte, da glaube ich nicht, dass es das 5 Volt 3 Ampere die Schaltung dafür ist, weil da müsste eigentlich dann auch ein Kühlkörper hier an dem Regler sein. Müsste mal gucken, was es genau ist. Hier ist noch ein Brückenleuchtrichter und hier ist die andere Seite. Auf der anderen Seite ist praktisch die zweite Schaltung für den zweiten Kanal. Auch hier hinten mit einem großen fetten Elko. Das sind 4700 µ, 63 Volt. Und dann eben hier dieser große Trafo, auch mit sehr viel Sekundärabgriffen, wie man hier sieht, auf beiden Seiten. Und jetzt ist hier auf der rechten Seite sind die Leistungstransistoren, die Längstransistoren, wie man dort sieht. Beziehungsweise, ja, das müsste eigentlich dann hier einer von denen auch der 5 Volt
Regler sein für die Feststellspannung 5 Volt 3 Ampere. Vom Aufbau her ist es, sag ich mal, typisch aus dieser Zeit, aus Fernost. Eigentlich völlig krude aufgebaut, also nicht gerade sehr schön, muss man sagen. Man kommt an die Sachen kaum ran. Also wenn ich jetzt hier auf der Leiterplatte irgendeinen Fehler feststellen will oder eben rausfinden will, was ja hier der Fall ist. Ich weiß jetzt nicht, ich kann die natürlich abschrauben, weil dann fliegt alles durcheinander. Im Prinzip, wenn ich jetzt was ablöte, muss ich mir genau merken, wo das dran war. Also es ist an sich vom Aufbau sehr schlecht, muss man sagen. Also es ist wirklich ein wilder Aufbau, der mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Und aber ich muss eben mal sehen, wie ich da diesen Fehler ausfindig mache. Und dazu muss ich mich letztendlich hier mit dieser Leiterplatte beschäftigen, mit dieser hier. Und das Gute dabei ist jetzt, dass man Vergleichsmessungen durchführen kann. Das heißt, ich habe ja ein Netzteil, was geht. Das ist hier das obere praktisch, auf der Seite. Und das untere geht nicht. Und jetzt kann ich Vergleichsmessungen durchführen und gucken, bei welcher Stelle sozusagen das nicht mehr übereinstimmt. Und diesen Weg werde ich gehen, der ist erstmal am einfachsten. Ich werde dazu natürlich auch einen Stromlaufplan aus dem Netz irgendwo versuchen herzubekommen. Und dann mal schauen, ja, ob ich das hier repariert bekomme. Zum Messen habe ich hier schon mal die Leiterplatte abgeschraubt, was sehr ätzend war, weil auf der Rückseite noch Verbindungen sind, die genau in der entgegengesetzten Richtung lang gehen. Und das war also hier alles sehr stramm. Ich musste also wirklich vorsichtig sein, dass es hier nicht abreißt. Dann habe ich hier noch eine Kunststoffplatte runtergelegt, damit, wenn man es jetzt einschaltet, keinen Kurzschluss oder so gibt. Und was ich als erstes mal machen werde, ich will mal so ein Verhalten testen, und zwar mit der Strombegrenzung. Dazu will ich Folgendes machen. Ich werde hier mal auf der linken Seite die Strombegrenzung runterdrehen. Und dann sieht man hier, dass die Spannung auch auf 0 geht. Also wenn die Strombegrenzung auf 0 ist, dann kann hier auch keine Spannung eingestellt werden. Erst wenn ich die Strombegrenzung etwas höher drehe, dann sieht man hier, ich kann also jetzt hier die Spannung einstellen, so wie es auch sein soll. Aber in dem Moment, wo die Strombegrenzung 0 ist, ist auch hier die Spannung 0. Und ich will einfach mal gucken, ob das Verhalten hier genauso ist. Die Strombegrenzung ist hier fast auf Maximum eingestellt. Hier habe ich nach wie vor die 31 Volt. Ich kann also hier nichts einstellen. Und drehe jetzt mal die Strombegrenzung auf 0. Hier ist also die Leuchtdiodenstrombegrenzung 0. Und man sieht, hier ist die Spannung jetzt auch auf 0 runtergegangen. Und das ist ein Indiz dafür, dass der Längstransistor am Ausgang dieses Kanals nicht kaputt ist. Die Strombegrenzung agiert ja mit der Spannungseinstellung zusammen. Sie misst den Strom, und wenn der überschritten wird, dann zieht sie die Spannung runter. Und dadurch, dass das hier der Fall ist, kann also der Leistungstransistor am Ausgang nicht kaputt sein. Es muss also irgendwas anderes jetzt noch kaputt sein. Und zwar hier auf der Spannungsseite. Also da, wo ich wirklich die Spannung einstelle, da muss irgendwas defekt sein. Es ist definitiv nicht der Längstransistor am Ausgang. Die erste Vergleichsmessung, die ich jetzt daher durchführe, ist direkt hier an dem Poti. Und zwar an dem Mittelabgriff von dem Poti. Das kann man leider hier kaum erkennen. Da ist also jetzt hier der Klebs dran, und ich messe jetzt gegen Masse, und zwar von dem Kanal, der funktioniert. Und wenn ich jetzt hier mal an dem Multimeter das so zeige und ich jetzt die Spannung mal ändere, dann wird die Spannung am Poti geändert. So sollte es sein, und so sollte es eigentlich dann auch bei dem zweiten Kanal funktionieren, und deswegen klemme ich das gleich mal um. Beim zweiten Kanal bin ich jetzt hier an dem grünen dran. Das sieht man leider auch sehr schlecht. Und wenn ich jetzt aber hier die Spannung mal messe und ich drehe, dann sieht man hier, der ist auf Maximalanschlag, und ich kann dort nichts einstellen. Also da ist irgendwas komisch. Ich habe jetzt nach einigen Hin und Her auch nochmal nachgemessen. Und speziell mir das Poti mal angeguckt, und wenn man sich das mal genau anguckt, und zwar die Kontakte hier, ich hoffe, dass man das dort sieht, also hier an dieser Stelle, da sieht man, das ist ab. Also dieser Abgriff, der war hier, ist gebogen worden, ist dort angelötet worden, und der ist ab. Ja, also der müsste hier rangedrückt werden. Wenn ich ihn randrücke, dann ziehen die Relais an, und ich kann hier auch jetzt eine Spannung messen. Ich lasse es jetzt mal los.
dann ist er wieder auf Maximum. Das scheint also hier der Fehler zu sein. Manchmal ist es doch einfacher, als man denkt. Wenn man jetzt das hier vergleicht mit dem Kanal, der funktioniert, da sieht man es leider auch sehr schlecht, aber die beiden Pins, die hier sind, also der Schleifer und die eine Seite des Drehpotis hier, die sind wirklich miteinander verlötet. Und so sollte es eigentlich dann auch auf der anderen Seite sein. Und deswegen werde ich Folgendes machen. Ich werde hier einfach einen Draht nehmen und die beiden miteinander verbinden. Und ich hoffe, dass es dann wirklich der Fehler war. So, wie man sieht, habe ich jetzt hier einen Draht angelötet. Beiden Pins sind verbunden und ich habe auch nochmal hier auf der anderen Seite, dort an der Stelle an dem Poti, hier auch nochmal richtig nachgelötet, dass es jetzt also wirklich fest verbunden ist. Und jetzt mache ich einfach mal einen Funktionstest. Dazu, ja, das Gerät habe ich ja schon eingeschaltet. Man sieht jetzt hier, der rechte Kanal ist schon bei 12 Volt, das heißt, es scheint zu funktionieren. Wenn ich jetzt also hier die Spannung einstelle, ja, klappt wunderbar. Also ich kann jetzt hier bis zu den gewünschten 30 Volt hochdrehen. Und ja, damit ist es erledigt. Wenn ich jetzt hier die Strombegrenzung auf 0 drehe, geht die Spannung auch runter, so soll es sein. Und ich kann jetzt hier ganz normal die Spannung so einstellen. Ja, damit ist das Gerät erstmal wieder repariert. Die Reparatur war hier vielleicht eher harmlos. Also ich habe relativ schnell hier den Fehler an dem Poti irgendwie entdeckt. Wenn man jetzt aber hier in der Platine irgendwas hat, dann kann ich für diejenigen, die das auch so ein Gerät mal reparieren wollen, nur empfehlen, hier unbedingt viele Fotos zu machen. Denn am Ende weiß man, wenn man jetzt hier irgendwas ablöten muss, nicht mehr, wo das rankommt. Also hier viele Fotos machen vor der Reparatur und dann kann man da eigentlich auch so ein Gerät ganz gut wieder in Ordnung bringen. So, der Deckel ist hier wieder drauf, aufgeschraubt und was ich noch machen muss, ich muss die Isolierung hier wieder rauf drehen und damit ist das Gerät fertig und repariert. Ja, das war es mal wieder. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.